Ich bin's, euer Palmas, und ich darf euch hier zu einer weiteren Folge von NDS2 begrüßen. Sersen! Und natürlich bin ich alleine, habt ihr schon wieder rund wieder gehört. Er hat am Anfang mal so, seine Phase, wo er so seine Stimme komischerweise verstellt. Sersen! Und ja, wir wollen uns auch gar nicht groß um den Brei herumreden, wir wollen durchstarten, wir spielen eine Runde. Nachdem das Hardcore so daneben ging und einfach nur zum Kotzen ist, dachte ich mir, wir spielen eine Runde. Kill confirmed. Oder hatten wir ja schon? Nee, hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht, nee. Spielen wir. Nehmen wir mit. Spielen wir. Abschuss bestätigt in der deutschen Version. Das hört sich so kacke an. Und wir joinen wieder einem bereits laufenden Game. Wobei die Map echt cool ist. Arkaden ist echt. Also mir gefällt die Map sehr gut. Ja, aber ich hoffe mal. Die spielen noch nicht allzu lang. Ja, aber oft ist auch so, der Ladebildschirm läuft durch und dann wirst du auf einmal gekickt. Ja. Ah, nee, geht aber. Bei Host Migrations. Boah, warte mal. Boah, ich wollte. Alter, ja, Mann. Extrem laut. Alles klar. Gut, dann Abgassisch. Nein. Du darfst doch nicht einfach andere Leute nachmachen. Ach so. Entschuldigung. Ab geht das Kaninchen. Mein Gott. Ist ja zum Kotzen. Worüber machen wir heute einen Smalltalk? Oh, ich hab was Geiles. Weil ich, hab grad so nach unten geguckt. Hab mal ein geiles Boxershort gesehen. Wie stehst du zum Thema Boxershorts und Eierkneifer? Wow. Das ist... Wenn du es gerade so sagst, fällt mir eine richtig geile Story ein. Nee. Aber ich beantworte dir mal erstmal deine Frage, was ich lieber mag. Eierkneifer! Boxershort. Aus dem Grund... Wobei, es gibt ja verschiedene Boxershorts. Eier, so weißt du, dann ist der Lümmel da in der Hose. Aber es gibt verschiedene Boxershorts. Einmal die weiten und die eng. Ach so, diese. Nee, die weiten, meine ich. So, diese Schlabberdinger. Also, das ist mir nicht egal. Aus einem guten Grund. Da fühlt sich der Lümmel so frei, weißt du? Da ist er. Warum spielen wir? Guck mal, wie viele wir in einem Team sind. 7. Alter, die campen mich hier richtig weg als. Ja, okay, aber also du findest Boxershorts besser, okay, ja, gut. Aus dem Grund, weil der Lümmel dann richtig schön frei atmen kann und so. Und wenn er mal irgendwie ein Problem hat und sich ausweiten will, ist das auch gar kein Problem, ne? Das wolltest du mit im Grunde gar sagen. Gar kein Problem, das geht ratzfatz. Was magst du lieber? Ja, auch Boxershorts. Warum? Ja, aber Eierkneifer fühlt sich alles so gequetscht an. Und ja, keine Ahnung. Das ist einfach unangenehm. Und dazu sieht's einfach noch scheiße aus. Willst du jetzt mal eine schöne Story von mir hören? Ah, genau, hast du ja gerade irgendwie gesagt, dass das dann so lustig ist. Aber es ist ein bisschen peinlich. Ich hoffe, es bleibt unter uns beiden, ne? Natürlich bleibt es unter uns beiden. Ist uns unter uns beiden und unter dich, du Zuschauer. Okay, gut, weiter geht's. Ja, fall nicht um. Auf jeden Fall, wer es noch nicht weiß, war ich ein Jahr in Spanien. Und ja, das war die Zeit so, die Pubertätszeit, wenn man hier, ne, schön... Sind die am Campen? Lass mich bitte ausreden, Sir Mr. Pullian, Sir. Das war die Zeit, diese Pubertätszeit, wo man schön anfängt, den Lümmel aufzupacken und Spaß zu haben. Jetzt wird's ärgerlich. Da kriegen wir bestimmt für YouTube so eine Altersbeschränkung auf das Video. Nee, so schlimm ist es nicht, nee. Es war ja die Zeit auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich war recht fleißig, um es so zu sagen. Ich war recht fleißig. Gott, meinst du jetzt alleine oder mit anderen? Alleine. Okay. Mit 13 ist ja nicht so. Also 5 gegen Willi. 5 gegen Willi, Hans gegen Peter. Alles klar. Genau. Gut. Oh, okay. Ja, und ich war halt, ja, ich war ein fleißiger Junge. Meine Eltern konnten stolz auf mich sein. Warum deine Eltern? So einen gut erzogenen jungen Mann geboren zu haben. Jetzt muss aber gut, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich, ja, wie soll ich, also mein linker Hoden, heißt auf Spanisch Pestículo. Mein linker Pestículo hat sich entzündet. Ja, und... Oh mein Gott! Ich hab zum Arzt gegangen, ne?
Zu einer Doktorin wohlgemerkt. Zu einer gut aussehenden Doktorin wahrscheinlich. Das weiß ich leider nicht mehr, ist schon etwas länger her. Ja, auf jeden Fall, ja, hat sie mir da am Schniedel rumgepackt, ne? Und so ein kleiner Stecher, der ich war, hat mich natürlich gefreut, ne? Oh Mann, ey. Aber auf jeden Fall gezwungen, Eierkneifer zu tragen. Weil die Entzündung konnte nur weggehen, wenn der Ei, wenn das Ei... Der Pesticolo. Pesticolo, genau. Nicht so rumschlabbert, also er muss einen festen Sitz haben. Ja. Ja, und dann war ich, geiler Stecher da, ne, mit Eierkneifern da unterwegs. Als Teppichtorpedo. Und das hat meinem kleinen Kumpel nicht so gefallen irgendwie, glaube ich. Ja, glaube ich dir. Ja, und das ist meine Story dazu. Du hast dich gerade ziemlich blamiert. Nö, ich stehe dazu. Ja, nein, das ist ja okay. Kennst du nicht den Spruch, bereue nie, was du damals getan hast? Richtig. Oder irgendwie sowas? Ja, und ich war halt ein kleiner geiler Hengst, war ich, ne? Ein kleiner Stecher war ich. Was? Ja, heutzutage bin ich ein geiler, großer Stecher. Ja. Scherz. Okay, Scherz. Die Runde ist extrem scheiße. Ach so, wir zocken ja nebenbei auch, stimmt. Ey, beste Videofrage. Was tragt ihr? Eierkneif oder Boxershorts? Ja. Also wenn einer schreiben würde, ohne irgendeinen dreckigen Smiley, ohne irgendwas Eierkneifer, der hat Eier. Oder? Richtig, genau. Nein, aber nein, das ist Schwachsinn. Nein, aber dann machen einfach Videofrage. Wir sind lustiger Haufen hier, wir beiden. Wir haben hier Spaß daran, so was hier wieder zu machen, NDS, und da kommen auch manchmal solche Sachen dran. Ja, genau, ne? Ey, die sind nur am Rumlümmeln. Ja. Also hattet ihr auch schon mal eine Entzündung am Hoden? Ey, ihr denkt, die Videofrage war... Schreibt einfach hin, was ihr wollt, wenn ihr irgendwo euren Senf dazugeben wollt. Wir lesen es uns gerne durch. Hauptsache Kommentar. Kommentare sind immer das Beste, weil dann weiß man auf jeden Fall, ja, das hat hier nicht so um... Ne, nicht umsonst. Wir machen das ja jetzt, macht ja Spaß. Ist immer einfach so ein kleines Feedback. Das ist einfach einmal geiles Gefühl, so Daumen hoch zu kriegen, Views gehen hoch. Richtig. Das freut uns so. Das zeigt uns, wir haben unsere Arbeit... Gut gemacht. Ey, die sind nur am Campen. Der eine hängt in der Ecke an der Rolltreppe, der andere hinter dem Mülleimer oder was auch immer das da ist. Das ist ja so kotzen. Ja, die lümmeln hier schon. Richard. Boah, die PP90 mit Schnellfeuer. Der hat 37 zu 12. Boah, wow. Ah, die ACR, das ist schon ein geiles Gerät. Ja. Gibt es noch was zu melden, Chris? Ja. Wir kriegen gerade auf die Mütze, habe ich das Gefühl. Nein, das nicht. Wir gehen hier schon ab. Nur falsch. Falsch, falsch, falsch. Also ich krieg hier richtig auf die Mütze. Ich werd beschossen! Und das ist ein Call of Duty Spiel. Nee. Doch. Oh mein Gott, wie ist dies möglich? Keine Ahnung. Ist klar, Alter, ich schieße viel. Ich schieß auf einen Eliminator und jetzt das Spiel zu Ende. Haha. Ja, das ist traurig. Das ist Fail. Ey, wir verlieren 7 gegen 5. Ja. Darauf esse ich einen Twix. Und ich ein Bruderkeks. Naja, gut, also. Warte mal, bis der Ladebildschirm da weg ist. Ja, eben. Boah. Warte mal. So, wir können ja hier auch noch weiterreden. Stimmt. Ich los jetzt mal was aus. Ich hol jetzt die Lobby geschlossen. Ich bin rausgeflogen. Okay. Ich hol jetzt hier irgendjemand mal in die Komfi nochmal. Warum? Hallo? Keine Ahnung, warte mal. Hallo? Junge, was hast du geraucht? Ah, ein bisschen davon, ein bisschen Hühnchen, ein paar Roastbeef, eine Pizza. Ari. Na, ah, der labert da immer nur so ein Kacke und tut so, als ob er weinen würde. Ja. Was willst du denn jetzt mit dem jungen Mann? Wir suchen schon mal.
Ari, man geht doch dran, du. Homo sapiens. Mann, ey. Dum, 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 dum. Hat keinen Sinn mit den Jungen. Hier eine ganz ehrliche Frage. Was würdet ihr lieber nehmen? Einen Cheeseburger oder so, den rufe ich jetzt an, Biber zu stehen. Was? Cheeseburger oder was? Oder neben Justin Bieber zu stehen. Ich würde immer den Cheeseburger nehmen. Hallihallo? Hallo? Hallo der Herr! Mein Name ist Crazy. Wir begrüßen dich! Hallo! Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen dich in der zweiten Staffel von Nacht des Suchten. Vielleicht kennst du das. Ein bisschen was gesoffen, aber mir geht's brav. Ich hab ein Problem mit Meister. Immer schön in Jägermeister rein, ne? Ja, sicher. Einfach ballern bis zum Limit, ne? So muss das, mein Freund. Ja, wisst ihr nur, was ich meine, ja. Ja, du bist ein cooler Typ, ey. Einfach ballern, ne? Ja, immer. Immer rein in Scheiß. Ein bisschen Glühwein vorglühen und dann die. Ja, genau. Die Seele schön aufwärmen, ne? Dann runter alles. Genau. Und dann kommt das harte Zeug, dann kommt der Body und der Jack. Oh. Ja, dann das Sprudelwasser, ne? Sprudelwasser kommt rein zum Schluss. Schön. Zum Ausklinken des Abends. Ja. Aber ich würde gern. Hallo, bitte nicht unter. Narr. Seid kurz ruhig, bitte. Ich würde gern noch was sagen. Ja, hau raus. Erzähl, wenn ihr noch kannst. Hattet ihr auch schon mal, nachdem ihr so rumgesoffen habt, ne? Ja, ein Kater, und, nein, noch nicht. Ich hab na, vorher. Ach, lass mich mal ein, stopp! Ist noch fertig, der Junge. Lassen Sie mich bitte ausreden, wenn ich was zu melden habe. Und zwar wollte ich nur andeuten, dass ich nach einer Exkursion mit alkoholischen Getränken immer eine Fressflash. Benutze nicht Wörter, die du nicht kennst. Schweig still, du Narr, wenn ich was sagen will. Also. Es freut mich wirklich, dass Sie unserer Konfigurationsgruppe hier beigetreten sind. Ja, deiner Konfigurationsgruppe. Konfiguration, ne? Weißt du Bescheid? Genau. Der Junge kennt. Lass ihn einfach reden lassen, okay? Einfach reden lassen. Lass ihn reden, lass ihn reden. Ja, ich kann mit Besoffenen umgehen. Adrian, lass raus, was raus muss. Geh aufs Klo und lass raus und lass uns in Frieden. Hab ich ihn. Trink mal ein bisschen Sprudelwasser, ne? Dann siehst du, was du heute gegessen hast. Ja, ne? Wo kommst du denn her, Englische? Ja, das wüsste ich ja, ne? Ja, ich wollte dich gerne besuchen. Ja, genau. Yeah. Also ich komme aus Deutschland. Ich auch. Nein, erzähl keinen. Das ist krass, Mann. Ich weiß, es ist krass. Aber das ist übel. Man trifft sehr selten Leute, die aus Deutschland kommen. Also vor allem in Deutschland treffe ich wenige Deutsche. Ja, das ist wirklich so. Das Unsinn, ist, ja. Unterbrecht mich bitte nicht mehr. Ja, erzähl uns Erzähl uns deine. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Saudi-Afghanistan. Saudi-Afghanistan, okay. Ja. Ja. Diese, Ich finde keine Gegner. Ich finde keine Gegner. Sind diese alkoholischen Hilfsmittel zur Beglückung der Seele schon ab einem Mindestalter von 37 Jahren? Dies erhöht natürlich den Alkoholkonsum in Saudi-Afghanistan um ein Vielfaches. Aus dem Grunde, weshalb ich auch an mein liquides Wasserstoffgemisch erlangt habe und haben Faden verloren, der Herr. Hast du Faden verloren? Suchen nochmal. Neben meiner Gewade.
echt leid, Geister. Tut mir echt leid, dass du das mit antun musst. Was ist das? Das ist der rote Faden. Das tut mir so leid, dass du gerade das hier mit antun musst. Ach, Junge, ist egal. Gut, also, da ist der Faden. Oh. Oh, ne. Ist dann lustig! Boah, ey. Meine Puperze ist leicht erschwitzt. Boah, aber jetzt wird's ekelig. Jetzt wird's ekelig. Ich muss mal. Aber Adrian, dafür, dass du so einen drin hast, spielst du doch ziemlich ordentlich. Wie ist denn mein Score? Ich, 19 zu. Oh. Da habe ich natürlich heute Abend noch mal eine Masturbationsvorlage, ne? Sieht man ja auch recht gerne sowas, ne? Ist das hier die zweite Folge oder ist das hier die. Nee, warte mal. Ist das die erste oder zweite Runde? Weiß ich nicht. Boah, immer diese Fragen! Ich bin der, die Fragen stellt! Wo kommst du her? Du bist der, der sich bückt, richtig! Diese Fragen. Ja, nur der gelochte ist schwul, ne? Richtig, so sieht's aus. Nein! Das sagt er nur, weil er sich damit auskennt schon, weißt du, aber. Ja, hat Selbsterfahrung gemacht. Richtig, richtig. Wiederhole bitte deine unkorrekt grammatikalisch ausgedrückte. Aussage, mit der du versucht hast, mich, den Meister des Volkes Avalon. Was? Achso, ja, okay, Avalon, ja. Schnell! Gerüstet mit meinen Sandaletten des Krieges, reitend auf meinem Drahtesel der Verdammten nach. Jerusalem. Jerusalem, richtig. Saul-Jerusalem. Saul-Jerusalem, ja. Um den gezornten Herr der Weisheit um Ratschlag zu bitten. Ja. Worauf möchtest du hinaus? Hinaus? Warum muss man immer auf was hinaus wollen? Ich wollte es euch nur. Wolltest du uns dran teilhaben lassen? Ich schweife ab. Du machst was bitte? Er schweift ab. Ach du schweifst, ja. Wie heißen Sie denn? Um mal noch von vorne anzufangen. Hallo, ich bin der Adrian. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der hat Glühwein gesagt. Glühwein! Mein Gott, was tue ich mir hier an? Was ist mit ihm? Ja, keine Ahnung. Hat er getrunken? Ja, wahrscheinlich nichts. Er hat wahrscheinlich ein bisschen am Bierchen genippt. Mhm. Ja, vom Geruch allein schon. Ja, Geruch. Und danach kommt das Wasser danach. Ja, jetzt wirklich wissen, was ich heute schon zu mir konsumiert habe. Zu dir konsumiert hast, ja. Ja, Adrian. Du kannst mal was zu dir konsumieren, aber wenn du ganz viel Alkohol trinkst, musst du dahinter ganz viel Sprudelwasser trinken, dann kannst du alles sehen, was du heute gegessen hast. Nee. Doch, mein Freund. Das heißt. Nee. Doch. Ehrlich? Das heißt, ich spare ja richtig. Nee. Dann spare ich ja richtig Geld damit. Ja, dann kannst du da alles normal. Ach, rein. Kannst du auch mal gerne reinpfeifen. Wird einmal. Unterbrech mich bitte nicht. Adrian. Einmal kaufen. Ganz ruhig. Geh zur Seelenklempnerin oder so. Zweimal schlucken. Geh zur Alkoholtherapie. Alles wird gut. Dein Leben wird bald wieder einen Sinn haben. Doch zum heutigen Standpunkt. Dies bedeutet, unterbrich mich. Hast du keine Chance mehr, dein Leben so weiter zu führen wie ein normaler Mensch. Lass es einfach sein. Trink nichts mehr und riech nicht mehr dran. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Nicht mehr dran riechen. Ich weiß und immer. Und lass dann Wasser weg. Einfach dann Wasser weglassen. Neben mir heißt. Wer heißt? Wer ist neben dir? Wer ist neben dir? Also wenn ich auf meinen Bildschirm gucke, ist der Geister neben mir. Wenn er auf seinen Bildschirm guckt, bin ich neben dir. Hallo Geister. Ja, servus. Ich bin Adrian. Ja, herzlichen Glückwunsch, wie schon gesagt. Schwer das Leben, ne? Ich mag den Jungen nicht, Palmer. Hau mal Russia. Geister, vielen Dank für deinen Gastauftritt. Ja, raus! Ich werde mich über das Psychokind hier mal ein bisschen kümmern, ne? Was denn, Lümmel?
Und man hört sich, ne? Ja, hau rein. Hau rein. So, ich bin. Kann nicht mehr. Den hab ich verarscht. Nein. Ey, gut, komm. Dann verabschieden wir uns nochmal schnell und klären den armen Jungen mal auf. Wir klären natürlich was. Natürlich was mit Spaß. Aber er wird doch, warte mal, er wird das Video sich auch von vorne anschauen, damit er in der ersten Runde schon gesehen haben, dass das. Nein, ich würde. Ich kann doch nicht hier als Alki stehen bleiben, das geht doch nicht. Na, wieso? Man hat doch vor der Runde schon gesehen, das war nur seit der Runde. Das war erst, seitdem er drin ist. Halt, stopp! Ich verabschiede mich mit einem gebratenen Schnitzel von eurem Crazy. Und du hast das letzte Wort und dann laden wir den Knaben mal ein. Alles klar, Schken. Ciao, wir sind raus, wir rufen den Geist nochmal zurück.